Guck dir mal die Schatten an von der Fahne. Es geht gar nicht. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um Verschwörungsmythen geht. Ja? 360 Grad Schwurbelei, alles abgedeckt in nur jede erdenkliche Himmelsrichtung unserer wundervollen flachen Erde. Wer weiß das schon, woher ich das weiß, das hat mir der Barcode auf meinem Hanuta erzählt. Und der was wurde ist doch, genau damit? Der Hanuta wurde doch bestimmt im Keller von irgendeiner Pizzeria gedreht, du. Mit Sicherheit. Und was es genau damit auf sich hat, das erklärt uns jetzt Arte mit der fantastischen Arte_Doku, die Ästhetik der Verschwörung, wenn jedes Bild lügt. Auf der Weltkarte fehlt ein Kontinent. Was? Er besteht aus Servern, Kabeln und virtuellen Interaktionen. Oh, das Internet. Es ist ein unsichtbarer Kontinent. Und doch leben wir jetzt auf ihm. Heute tauchen wir in Underscore ab in die paranoide Welt der Verschwörungstheorien. Total Paranoia is Total Awareness. Oh Gott. Das hat übrigens Abraham Lincoln gesagt. Ja, und Einstein lachen. Ja. Aber vergesst nicht, ne? Don't believe everything you read in the Internet. Winston Churchill. Ja. Weiser Mann, Vorreiter. Mhm. Bisschen leiser das Video, sagen die Leute. Es war auch krass laut. Ja, ich hab's auch schon leiser gemacht. Mann, da hätte ich mal gerne eine EU-Richtlinie zu. Wie laut man seine Videos abmischt im Internet. Das wäre toll. Was ist denn mit ihm? Da hinten ist ein Want-to-Believe-Poster, erstmal geil. Oh. Ich würde sagen, er hat sich beim Rasieren geschnitten. Ja, nee, guck mal, der war definitiv beim Blaubeerkuchen-Wettessen, hat krasse Bauchschmerzen und er muss sich jetzt erstmal Insulin spritzen. Safe. Ja, siehst du, wo er spritzt. Blaubeerkuchen-Wettessen. Ja. Ganz vergessen, dass er Diabetiker ist. Ja. Digga, was ist jetzt los? Arte. Wir wollten eine Doku gucken, Arte. Was war euch kaputt hier? Digga, Arte geht ein ganz anderes Level rein hier. Wir machen erstmal neue Folge Akt X hier auf. Ich wollte gerade sagen, Arte be like Mockumentary it is. Aber hast du gesehen, die Poster? Da war alles schon. Da waren Echsenmenschen auf den Postern, eine flache Erde auf den Postern. Wunderbar. I want to believe. Da ist wirklich alles bei. Ja. Ein Asus-Laptop. Der komische Geräusche macht, wenn er angeht. Ja. Naja. Oh, HP, lol. Folie ist ein Omen. Secret World Omen. TV. Oh, das ist hier. Das kenne ich. Das Starwing. Das ist der Boss am Ende. Das war eine Hand. Das war kein Auge. Steht. Zur Hölle. Digga, wo sind wir hier gelandet? Da sind wieder die Blaubeeren, Olli. Ja. Ah, das ist das Intro für Underscore. Ist das Intro das immer der Typ? Niemand beschließt, auf die andere Seite zu wechseln. Oh, keiner Joaquin steht Phoenix morgens auf und entscheidet sich zu glauben, das her, ne? Dass die US-Regierung in Area 51 Außerirdische versteckt. Ah, ja, stimmt, ja. Doch auch ich wäre eines Tages fast über die Grenzen. Stimmt, Her war auch nicht Joaquin Phoenix, oder? Wie hieß denn der Schauspieler in Her? Ich glaube doch. War er das? Ja. Aber oh, er hat einen tollen Schnäuzer gehabt in dem Film. Der Realität hinausgegangen. Der Ausgangspunkt war die Serie Lost, über die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, die eine geheimnisvolle Insel entdecken. In einer Episode wird der Fuß einer Statue entdeckt, an dem nur vier Zehen zu sehen sind. Was? Bei Lost wird irgendwann eine Statue entdeckt? Digga, Lost ist einfach Lost. Muss man wirklich sagen, nach der ersten Staffel irgendwann verloren. Nach der ersten Staffel war einfach alles nur noch wild. Digga, wenn du das Ende gesehen hast, Mann, die letzte Folge, ey, das ist Verwirrung seine Mutter, wirklich. Also, was ist denn da los gewesen? Und dann erzählen sie dir, sie hätten den ganzen Plot schon von Anfang an gehabt. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der leidenschaftlich gerne Theorien entwickelt. Und wie Millionen anderer Zuschauer wollte ich unbedingt die Geheimnisse der Insel ergründen. Und so verlor ich mich in den Internetforen zur Serie. Der mysteriöse Fuß war der Stein des Anstoßes. Hatte die Insel einst eine Alien-Invasion erlebt
War sie das Überbleibsel einer untergegangenen Zivilisation? Eine der interessantesten Theorien war die des verlorenen Kontinents Mu. Ich finde jetzt schon die Brücke, die sie schlagen wollen, ganz spannend. Ja. Zu sagen, dass das da vielleicht auch so ein bisschen, also ich meine, klar, Verschwörungstheorien gab es vorher auch schon, aber dass das das so befeuert hat oder in eine ähnliche Ästhetik hat, ne, darum geht's ja, ne? Ja, aber man muss, also es gibt ja eine Sache, die auch noch ganz interessant ist. Heutzutage wird ja fälschlicherweise alles, was als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, in die Schublade gesteckt mit Schwurbelei von Idioten. Hm. Das ist ja keinesfalls wahr. Nee. Es gibt ja Verschwörungstheorien, die aufgestellt worden sind und wo Insider irgendwie sich zu geäußert haben, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, die sind wahr. Zum Beispiel gab es ja die Verschwörungstheorie, jemand wolle den Präsidenten der USA ermorden. Und tatsächlich stellte sich heraus, hätte man darauf gehört, auf die Leute, die man damals schon als Verschwörungstheoretiker bezeichnet hat, hätte man den Tod von Abraham Lincoln vielleicht verhindern können. Weil das war eine Verschwörung. Es gab doch auch das war auch so ein großer Skandal, wo die Pharmaindustrie einfach an irgendwelchen 500 Leuten da in irgendeinem State einfach irgendwelche Medikamente getestet haben, indem sie da was ins Grundwasser reingemischt haben. Ja. Gab es doch auch Beweise. Also, dass Stanley Kubrick die Mondlandung gedreht hat. Ne? Ist ja heute auch alles bekannt. Hm. Guck dir mal die Schatten an von der Fahne. Es geht gar nicht. Die bewegt sich im Wind. Ist wie bei einem Scheinwerfer ist das. Ja. Die an die Mythen von Atlantis erinnert. Im Forum hatte jemand eine Website mit den unglaublichsten Theorien über die Geheimnisse der Welt verlinkt. Mit einem Klick Seite hatte ich das Ticket schon für eine einjährige Reise ins Land der Verschwörungstheorien. Ihr seid doch alt, Olli. Ihr seid doch alt. Oh Gott, oh Gott. Als ich Kind war, hatte ein Foto oder ein Video Beweiskraft. Es musste ja wahr sein, denn es wurde gefilmt. Die Informationen kamen sozusagen von oben, aus dem Fernsehen und den Medien. Und da man mit diesen Bildern nicht direkt interagieren konnte, vertraute man ihnen so gut es ging. Das war. Die Rolle der Medien bestand immer darin, Bilder zu analysieren, um eine kritische Interpretation der Welt zu ermöglichen. Ich glaube, Andrew Kramer trägt eine Mitschuld. Der hat After Effects und das allgemeine Volk gebracht. Und plötzlich konnten die Leute anfangen, Sachen zu faken. Einfach das in ihrem Wohnzimmer. Andrew Kramer einfach Wurzel allen Übels, ja, Alter. Ich sag dir. Doch das Misstrauen gegenüber den Mainstream-Medien ist gewachsen und hat die Sphären der Verschwörungstheoretiker genährt. Gleichzeitig explodierte die Internetnutzung und wir konnten nun selbst auf Wissen zugreifen. Das ist oft tugendhaft. Wissen. Wikipedia stellt uns das gesamte Wissen der Welt kostenlos zur Verfügung. Jeder kann etwas schaffen oder sich zu Wort melden. Das ist übrigens ein Ding. Ich wollte gerade sagen, tun Sie das? Naja. Aber das ist so ein Ding übrigens, wovon ich überzeugt bin, dass das in der Zukunft, das ist jetzt schon wichtig, aber die meisten haben den Sprung verpasst. Und ich glaube, Schulen sind da in einer wahnsinnigen Pflicht, weil was heute immer noch gelehrt wird, dieses beschissene Auswendiglernen, dieses nenne alle Hauptstädte von, welche Flüsse gibt's, die von Norden nach Süden fließen und so ein Shit. Alles Sachen, die du binnen Sekunden ergoogelt hast. Heutzutage ist das komplett geschiftet. Das muss man sich mal überlegen. Und das ist eine Sache, mit der die Menschheit zwingend lernen muss, umzugehen. Man hat uns binnen wenigen, nicht mal Jahrzehnten, man hat uns binnen wenigen Jahren das Wissen der Welt ungefiltert und unkuratiert zu Füßen gelegt. Das ist was, das wäre früher eine göttliche Fähigkeit gewesen, ja, noch vor 100 Jahren. Das ist unvorstellbar. Ist wahr. Und wir sollen plötzlich damit umgehen und jeder, der damit konfrontiert wird. Heutzutage ist Wissen keine Währung mehr. Heutzutage müssen wir dringend lernen und Menschen beibringen, dass Wissen, mit dem sie konfrontiert werden, und zwar dauerhaft konfrontiert werden, und das zum Teil gegen ihren Willen mit Push-Notifications und hast du nicht gesehen konfrontiert werden, dieses Wissen zu filtern, ja, und zu ordnen, das ist eine Fähigkeit, die wir unbedingt mehr in den Fokus rücken müssen. Ja, ich habe neulich, ich weiß gar nicht, wer es war, ich habe neulich ein Stand-Up-Programm gesehen von jemandem, der hat auch was gesagt, was ich sehr, sehr spannend fand. Der meinte, wir saßen früher in der Klasse und die Lehrerin fährt den VHS-Wagen rein mit dem Fernseher und dem Kassettenrekorder. Und für dich war das der geilste Tag, weil du wusstest, du siehst jetzt irgendein geiles Video.
du lernst was Geiles und so. Und das war für uns fantastisch, ja. Und es war ein Riesen-Happening. Und wie sollst du dich denn heute noch für Dinge begeistern können, wenn das für dich rund um die Uhr passiert, weißt du? Und das fand ich einen ganz, witzigen Vergleich. Ist auf jeden Fall schon wahr. Ich glaube auch, das ganze Schulsystem muss umgedacht werden. Sorry, das wollte ich nur sagen, weil Wissen sich aneignen und merken immer weniger wichtig wird, sondern Dinge umsetzen können, verstehen können und anwenden dann tatsächlich, das Mensch, viel wichtiger. Der Mensch muss auch viel mehr, und es ist so wichtig, dass wir viel mehr über unsere eigene Struktur und über unseren Charakter, und wir müssen in den Schulen einfach viel mehr über uns selbst lernen. Und damit meine ich auch, wie funktioniert unser Gehirn? Warum ist das dauerhafte zur Verfügung stellen von Ablenkungen nicht förderlich? Was bedeutet das eigentlich, wenn ein Gehirn dauerhaft mit Dopamin geflutet wird, weil es in jeder Sekunde sich mit irgendwas beschäftigen kann? Wenn jeder Sekunde irgendeine Belohnungsintervall einsetzt, der dich wieder zufriedenstellt mit irgendwas. Und was passiert eigentlich, wenn das irgendwann mal wegfällt? Das sind alles Dinge, über die wir unbedingt sprechen müssen in Schulen und die so viel wichtiger für das Verständnis der modernen Welt sind, als all die Scheiße, die es gibt und die da so dumm und stupide im Frontalunterricht gelehrt wird. Und da ist Deutschland wirklich so weit hinten mit bei. Unser Schulsystem, das muss man sich mal überlegen, unser Schulsystem ist aus den 50er, 60er Jahren. Seitdem wurde das nicht mehr überarbeitet. Und wir reden da von einer Zeit, in der es beispielsweise noch keine Kinderpsychologie gab. So. Das muss man sich mal reinziehen. Das war. Das kollidiert alles auf schlimmste Art und Weise und wird nicht überarbeitet. Und das ist eine absolute Katastrophe und das muss sich dringend ändern. Aber eine Sache, die ich noch sagen will, weil ich gelesen habe, ja, so ein Schwachsinn wie Gedichte auswendig lernen. Nein, denn auch lernen muss man lernen. Ja, das ist ganz klar. Wenn man beispielsweise in so Sachen wie Philosophie oder auch Lyrik und so weiter, wenn man sich dafür interessiert, und da haben wir das magische Sprichwort, das magische Wort, Interesse, fördert das Interesse. Gebt Kindern nicht das Gefühl, sie können irgendwas nicht. Lasst Kinder sich auf das versteifen, was sie können und was ihnen Spaß macht. Lasst sie das suchen und finden. Und wenn sie daran Spaß haben, Screenplays, Theaterstücke und so weiter, dann werden sie auswendig lernen. Dann werden sie Texte schreiben, die verinnerlichen und auswendig lernen. Aber das ist eine Sache, das ist nicht für jeden was. Und wir müssen aufhören, Menschen zu zwingen. Einfach weil wir denken, es ist wichtig, dass sie wissen, welche scheiß Brücke in Castrop-Rauxel links vorne steht. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Es gibt Dinge, die sind wichtig zu lernen. Und lernen lernst du ja nicht nur in der Schule, das lernst du auch in der Schule. Und da gibt es sicherlich wichtige Sachen, das 1x1 können oder auch eine Fremdsprache lernen. Das sind natürlich Prozesse, die musst du dir auswendig in den Kopf kloppen. Aber eben genau das. Ja, also jetzt alle 16 Flüsse in weiß ich nicht wo benennen zu können. Fuck it, das brauchst du nicht auswendig zu wissen. So. Also nicht nur das, für mich ist dieses Schulsystem, in dem wir leben, ist ein erster Schritt immer dazu, den Bürger zu entmündigen. Weil dieses Schulsystem nur darauf abzielt, dir zu sagen, was du zu tun hast. Mach das, du brauchst das, das brauchst du nicht. Statt dir irgendwie die Möglichkeit zu geben, dieses Korsett abzuschütteln und deinen eigenen Weg zu finden. Und das ist ein Problem. Man entmündigt mittlerweile die Bürger in diesem Land so unglaublich sehr, indem man ihnen vorschreibt. Ich meine, dieses Land schreibt mir vor, was ich mit meiner Gesundheit zu tun habe, außer sie können daran verdienen. Ja, es war. Weil ansonsten wären so viele selbsttherapeutische Mittel aus der Natur oder der von mir aus auch Chemie, Heilkunde nicht verboten. Welcher erwachsene Mann nimmt sich heraus, mir vorzuschreiben, was ich meinem Körper zufüge? Sie kriegen es doch bei fucking Alkohol und Zigaretten auch nicht hin. So solche Sachen. Das ist halt alles so absurd. Das ist so dumm alles. Ey, ich sag ganz ehrlich, das ist aber auch was nur eine Arte-Doku schafft. Ne? Nach 4 Minuten direkt mal so eine existenzielle Diskussion hier von der Stange treten. Ist wirklich krass. Ja, lass mal ein bisschen weiter gucken. Ich bin auch gerade gut. Ein Problem ist, ich habe zu viel Zeit mit mir selber gerade. Ja. Aber ey, ist trotzdem ja alles richtig. Diktaturen wandert, Bewegungen entstehen. Wir können das Morgen neu erfinden. Das Morden? Ja. Die Kehrseite oder der Medaille. Das Morgen? Das wäre jetzt wichtig. Das Morgen. Stellt uns das gesamte Wissen der Welt kostenlos zur Verfügung. Jeder kann etwas schaffen oder sich zu Wort melden. Diktaturen werden unterwandert, Bewegungen entstehen. Wir können das Morgen neu erfinden. Er sagt das Morden. Safe. Die Kehrseite der Medaille, die grenzenlose Spielwiese schafft neue Gefahren. Klar. Wer sich Informationen außerhalb der Mainstream-Medien sucht, weil diese für Propaganda gehalten werden,
stößt oft auf weitaus Schlimmeres. Im Gegensatz zu den faktenbasierten TV-Nachrichten werden bei Verschwörungen Informationen verführerischer und mystischer aufbereitet. So inhaltlich beschissen das Bild ganz links auch ist, ist irgendwie stylisch, finde ich. Sau stylisch, Alter. Saugeil. Find ich schon Poster und so, finde ich es mega geil. Richtig, richtig geiles Bild. Aber, das ist super aktuell. Also es ist so auf alt getrimmt, aber das ist ein Bild, das ist nicht älter als 2 Jahre. Nee, auf keinen Fall. Aber es ist, gefällt mir so. Vom Artstyle her, sweet. Ja, man müsste bloß die Message ein bisschen ändern. Ja, das stimmt. Mit der Lehre der Welt fand ich darin Trost. Ob etwas wahr ist oder nicht, spielte letztlich keine Rolle. Die Welt ist zu komplex und löst so viele Ängste aus. Da war es beruhigend für mich, eine Realität anzunehmen, in der wir einsame Helden sind. Der Film ist so fantastisch. I came to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Einer totalitären Lüge die Stirn bieten. Ist auch ein toller Film. Da ich nicht an Gott glaube, sah ich in diesen Theorien eine gewisse Magie, die über den Verstand hinausgeht. Wer solchen Theorien anhängt, misstraut jeder offiziellen Äußerung und geht davon aus, dass in den Hinterzimmern der Welt geheime Machenschaften stattfinden, die die Mehrheit nicht bemerkt. Ich glaube auch immer, und da ist das, was ich vorhin meinte mit der Parallele zu Serien wie Lost etc., da fing das ja, also für mich, in meiner Wahrnehmung, fing das bei Lost an, war das erstmalig, dass ich das so gemerkt habe, dass Serien sehr groß wurden und die Leute, weil sie nicht einen Film gucken und der ist nach 2 Stunden vorbei, sondern das über einen gewissen Zeitraum geht, anfangen sich im Internet zu treffen und Theorien zu entwickeln. Was könnte es damit auf sich haben? Wie ist dazu gekommen? Was ist das Große? Was steckt dahinter und so? Und die Leute haben da auch, glaube ich, so ein Interesse dran gefressen. Ja. Und genau das ist ja diese Ästhetik der Verschwörung, weil es, glaube ich, einfach fucking Spaß macht und ein geiler Zeitvertreib ist, sich solche Sachen auszudenken, anderen Leuten zu erzählen und die sagen, fuck, du könntest recht haben. Das ist ein unfassbar geiles Gefühl für Leute. Es gibt auch so geile Verschwörungen, die einfach... Ist jetzt immer schwierig, weil die Gefahr, jemandem auf die Füße zu treten, besteht halt immer. Aber es gibt halt auch wirklich so Verschwörungstheorien, die man einfach feiern kann, weil sie so schön, so doof daherkommen wie eine Kurzgeschichte. Zum Beispiel hier diese Verschwörungstheorie, dass Olle, weiß ich nicht, ob du den kennst, ist ein US-Rapper, der ist verstorben, Juice WRLD. Die Theorie, dass der noch lebt und warum. Ja, das war mit Tupac ja schon der Fall. Ja. Und jetzt das neue Ding mit Balenciaga, das ja Balenciaga mit der neuen, mit ihrer neuen Kampagne endgültig darauf aufmerksam machen wollen, dass sie Teufelsanbeter sind und das Ding ist so großartig. Ist alles wild. So großartig. Ey, aber stimmt, jetzt wo du es sagst, das war, ich weiß gar nicht, wie das früher war, vor 30, 40 Jahren, ob es da sowas auch schon gab, garantiert in der Größe, aber ey, jeder in unserem Alter erinnert sich daran zurück, wie jeder auf dem Schulhof gesagt hat, Tupac lebt noch. So. Also nach die 7-Jahres-Theorie, nach 7 Jahren kommt er zurück und so, hat man alle doch schon gehört, ne? Ja. Gab es halt auch schon vorm Internet. Und das Aufstellen einer Theorie ist viel einfacher als die Banken. Nicht so rasend verbreitet. Verschwörungen sind kein Symptom einer verrückt gewordenen digitalen Welt, sondern existieren seit Anbeginn der Zeit. Der Glaube an geheime Machenschaften erklärt gesellschaftliche Missstände auf so bequeme Weise. Die 2 Masken da haben das aber nicht gewusst. Die waren ganz schön überrascht gerade. Es ist eine sehr romantische Haltung, Religion zu glauben, dass die Welt von Verschwörungen durchdrungen ist. Gewisserweise geht auch in eine ähnliche Richtung. Man steht allein gegen das Böse einer Welt, die niemand versteht. Dieses Motiv hat seinen Ursprung in der Mythologie und fiktionalen Kultfiguren, die eine ganze Generation beeinflusst haben. Zum Beispiel Fox Mulder, der FBI-Agent. Er hat die Rolle des Außenseiters verkörpert, der als einzig Wissender einer korrupten, verlogenen Regierung die Stirn bietet. Ich habe meine Teenagerjahre damit verbracht, ihm zuzusehen. David Duchovny, du bist einfach eine geile Sau. Sorry. Ja. Ist einfach wahr. Freunde, und wenn ihr Californication noch nicht geschaut habt, die Serie, tut es. Wie er in einem schlecht beleuchteten Kellerbüro des FBI seine Abenteuer bestreitet. Er war es, der seine Wände mit Zeitungsausschnitten, Fotos und Beweisen bedeckte, um zu zeigen, dass durch das Zusammenfügen vieler scheinbar unbedeutender Fragmente ein umfassendes Muster entstehen kann. Lustig eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Damals Fox Mulder, absolute Heldenfigur gewesen in den 90ern in Akte X. Ich weiß gar nicht, ob das heute nochmal so funktionieren würde. Oder ob man den heute viel zu schnell in so eine Verschwörungs...
Verschwörungstheoretiker-Schublade stecken würde. Weil auch Akte X damals nicht den Fehler gemacht hat, zu politisch zu werden. Also Akte X hat, wenn es politisch wurde, nach oben getreten, was immer noch okay ist, so würde man heute vielleicht einfach ein bisschen anders machen. Aber generell war es halt sehr mystisch und ich glaube, das ist nach wie vor absolut unproblematisch. Ja, heute würde Fox Mulder auf jeden Fall zu Montagsdemos gehen. Heute würde Fox Mulder auf jeden Fall einen stabilen Job bei Fox News haben, Alter. Das erschreckende Wahrheiten offenbart. Das beste Beispiel für eine plötzliche, radikale Änderung eines Weltbilds ist die Szene in Matrix, in der Neo zwischen der roten und der blauen Pille wählen muss. Indem er die rote Pille nimmt, akzeptiert Neo die... Ich frage mich bis heute, wie sie das mit der Sonnenbrille gemacht haben. Also, jetzt mal filmisch gesprochen, legit, Freunde. Aber achtet mal bitte drauf, wie filmt man denn eine Szene, in dem ich auf jemanden filme mit der Sonnenbrille, so, dass links und rechts... Ist wahrscheinlich CGI, ne? Nee, wird die Hände einfach weit genug auseinander gemacht haben und dann biegst du dir ohne Scheiß die Brille so zurecht, weißt du, dass die Spiegelung passt. Das könnte sein. Aber das würde mich wirklich, da würde ich mir jetzt wirklich mal wünschen, irgendwie so ein Making-of zu sehen, weil das sind so viele Details in Matrix, auch im Türknauf gibt es so eine geile Szene, wie sie sich spiegeln und so. Da sieht man übrigens auch eine Kamera tatsächlich. Weltbilds ist die Szene in Matrix, in der Neo zwischen der roten und der blauen Pille wählen muss. Das ist so gut. Indem er die rote Pille nimmt, akzeptiert Neo die schreckliche Realität, die sich hinter der Simulation verbirgt. Der Film hat in der Verschwörungsszene eine Schockwelle ausgelöst. David Icke, der hinter der Reptiloiden-Theorie steht, hat mehrere Bücher über die Matrix-Theorie geschrieben, um zu beweisen, dass die sichtbare Welt falsch ist und wir in einer von dunklen Mächten erzeugten Simulation leben. Der ist einfach Fanfiction, was er macht. Solche Theorien wird unsere Fähigkeit, die Welt zu interpretieren, völlig... Hallo, ich sag nur Ron Hubbard, Alter. Ja. ...verzerrt und die Paranoia bricht den letzten Damm der Vernunft. Wow, das Rechtsgefühl ist... Nachdem ich solche Inhalte ein Jahr lang konsumierte, hatte ich ständig Angst und entwickelte eine Art latente Depression. Nach einer aufregenden Phase, in der ich dachte, ich würde Geheimnisse lüften, fühlte ich mich schließlich einsam. Ich war kurz davor, der Realität völlig zu entgleiten. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder die Welt wollte die Verschwörungen, die es gibt, nicht sehen und leugnet die Existenz von Außerirdischen und dem Jenseits. Denn wenn ich versuchte, diese Hypothesen zu teilen, wurde ich immer schief angeschaut, was mich furchtbar frustrierte. Oder aber ich lag falsch und machte mir etwas vor, um einer trostlosen Realität zu entfliehen, die ich nicht beeinflussen konnte. Trotzdem störte mich einiges. Ich war vielleicht naiv, was meine politische Bildung anging, doch ich spürte, dass viele dieser Theorien darauf abzielten, widerliche politische Sichtweisen zu verbreiten. Versuchte man sich über dieses oder jenes Geheimnis zu informieren, stieß man immer wieder auf heiße Luft. Keines dieser dunklen Geheimnisse wurde kritisch hinterfragt, auch von mir nicht. Es liegt auch ganz oft, glaube ich, daran, dass wirklich populäre Verschwörungstheorien immer etwas zugrunde liegen haben, was zu teilen auch greifbar ist. Ich glaube, nur dann funktionieren sie halt wirklich gut, wenn es irgendwie so Elemente in der Erzählung gibt, die man halt in gewisser Weise so belegen kann, dass du im ersten Moment nicht sagen kannst, das ist doch völliger Quatsch, sondern dass du denkst so, ja, es könnte sein. Mondlandung, ja, also diese ganze Stanley Kubrick hat die Mondlandung inszeniert, Geschichte, ist absoluter Humbug, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn du da mal in das Rabbit Hole reingehst, habe ich mal gemacht, und dir mal die Argumente durchliest, woran die Leute ausmachen wollen, dass die Mondlandung nicht echt sein kann, dann liest du Sachen und schaust dir Belege an, wo du erstmal denkst, ich kann jetzt mit meinem Wissensstand und meiner Intelligenz das nicht widerlegen. Ich kann nicht erklären, warum der Schatten jetzt so komisch wie auf einem Fußballfeld so in vier Richtungen fällt, weil die sind doch auf dem Mond. Da ist doch tatsächlich nur eine Lichtquelle. Naja, gut, dann liest du dann weiter und sagst, ja klar, die Erde reflektiert auch wieder was zurück und so bla bla. Dann erklärt dir einer, wie das so zustande kommt. Aber erstmal bist du so, stimmt. Ja, das ist ja das Ding. Ja, weil halt, das ist ja das Ding, einfach mit dem Punkt, ja, das kann ich mir jetzt auch nicht erklären, holst du ja niemanden aus dieser Verschwörungsbubble ab. Das ist ja das Ding. Sie haben ja für alles eine Erklärung. Ja. Egal, was, welches Argument du lieferst. Die googeln einmal und sagen, ja, aber. Ja, natürlich, klar. Das ist ja die... Du warst halt nicht dabei. Ja.
Das ist halt das Ding. Das ist ja der große Vorteil dieser Erklärungen. Hm. Keine deiner Fragen bleibt unbeantwortet. Du musst niemals mit dem Gedanken leben, ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Die Und Mutter, das ist ja einer der Gründe, warum die Leute so extrem darauf abfahren. Ja, ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Wenn der Baum umfällt im Wald und niemand ist da, macht er dann ein Geräusch? Ich glaube nicht. Tja. Doch dann hat mich ein bestimmtes Werk gezwungen, meine Sichtweisen zu hinterfragen. Eines Abends, als ich in den Tiefen des Internets nach geheimen Archiven suchte, stieß ich auf eine Art Dokumentarfilm mit dem nüchternen Namen Verbotene Aufnahmen. Um 2 Uhr morgens lud ich die Datei herunter und sah mir den Film direkt an. Eine seltsame, fast hypnotisierende Stimme aus dem Off kündigt dem Zuschauer an, dass er gleich Aufnahmen sehe, die im Fernsehen verboten wären. Es folgen mysteriöse Aufnahmen, alle äußerst Bin ich ganz ehrlich, kriegst du mich sofort mit. Das ist ja das, was ich, ne, das ist ja nur der Filter, der gut funktioniert. Mhm. Aber ich liebe sowas. Mhm. Ich liebe sowas. Ich will ja auch, das ist ja so der Ticken, wo man sagen muss, da muss die Rationalität den Wunsch besiegen, schon allein bei der Ägyptolügen-Doku, die wir uns angeguckt haben. Ja. Allein da. Ich sehe das und ich will's glauben. Ja. Weil ich so abgefahren finde, so spannend und so geil. Ich finde es mega spannend und interessant. Und ich liebe auf eine ganz perfide Art und Weise Verschwörungstheorien, um mich damit auseinanderzusetzen. Aber der Filter im Kopf muss immer gewinnen. Ja. Am Ende. Das ist wichtig. Nur das spielt eine Rolle. Nur das ist wichtig. Und wer das nicht kann, da schlagen wir wieder die Brücke zu meinem Monolog von vorhin, sorry. Wer das nicht kann, der hat heute verloren, glaube ich. Glaube ich wirklich. Das war. In der Art, wie sie gedreht. Übrigens, wo ich da gerade Dana Scully gesehen habe, flammt meine ganze Liebe wieder auf, Alter. Kleiner Funfact zu Dana Scully. Die Schauspielerin hat mal ihre deutsche Synchronsprecherin getroffen und ein paar Ausschnitte gesehen. Und die war hin und weg von ihrer Stimme auch gewesen. Hat gesagt, die ist viel geiler als meine eigene Stimme. Ja, ist total geil. Das ist so niedlich. Das gibt es sogar als Video oder irgendwie so. Ja. Aber es ist so geil. Aber ey, Alter, ich habe wirklich Dana Scully, boah, große Liebe. Und dann habe ich die bei Hannibal wiedergesehen. Oh, ja. Und dachte mir so, ja, ältere Frauen, I am into it. Das war wirklich eine so fantastische Serie. Und die Rolle war auch wirklich für sie maßgemacht, ne? Muss ja, sagen. Mann, Alter. Ey, 10 von 10, Mann. Generell Hannibal, Alter, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, die Serie, ihr habt wirklich krass was verpasst. Mhm. Macht das. Ist wahr. Und zusammengeschnitten wurden. Über eine Stunde saß ich gebannt vor dem Bildschirm. Endlich Beweise für das Übernatürliche. Ich sah Aufnahmen von einem Kind, das seinen Hund durch Telepathie tötet, weil man es verärgert hat. Von den letzten Tagen eines Schiffbrüchigen, der kurz vor seinem Tod mysteriöse Dinge sieht. Von biomechanischen Experimenten in einer russischen Einrichtung. Es gab auch verstörende Bilder eines Fernsehteams, das mitten in der Nacht in ein Spukhaus eindringt. Als der Reporter das Haus betritt, verschwindet er während der Live-Übertragung. Das im Film gezeigte Material war unterschiedlicher Bildqualität und stammte. Ich frag mich immer, ob es damals halt einfach schon Leute gab, die einfach ihrer Zeit voraus waren und gesagt haben: Ey, Digga, wir drehen das jetzt. Lange vor Paranormal Activity, lass uns einfach so ein Video und dann lassen wir das VHS-Tape irgendwo liegen und dann gucken wir, was passiert. So. Ja. Ey, kann ich mir voll gut vorstellen. Ja, kann ich. Ja. Ich habe damals solche Gedankengänge schon gehabt. Also da wird es garantiert Leute gegeben haben, und da war ich noch jung, die das halt auch wirklich umsetzen konnten und einfach gesagt haben, wir haben hier diese verlassene Villa. Stell dir doch mal vor, einer würde ein VHS-Tape finden und dann haben wir da was Gruseliges. Digga, eins meiner ersten Videoprojekte überhaupt gewesen. Digga, vielleicht wollten die einfach nur einen Film drehen, sind nicht fertig geworden. Ja, das kann auch sein. Ja. You don't know shit. Ja. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, ja, oh ja. Ja. Epochen. Alles schien mir daher absolut glaubwürdig und realistisch. Echte Fundstücke. Im Nachhinein informierte ich mich über den Wahrheitsgehalt des Films. Ich wollte Beweise für die Existenz des Übernatürlichen und fand heraus, dass der Film ein Pseudo-Dokumentarfilm von Jean Teddy Philippe ist, der als Reihe Anfang der 90er auf Arte ausgestrahlt wurde, ohne dass die Zuschauer über den Schwindel informiert wurden. Oh, mies. Der Regisseur hat die Dramaturgie der Verschwörung erfasst und zur Inszenierung seiner Mockumentary genutzt. So werden Enthüllungen von Geheimnissen visualisiert und bezeugt. Jedes Bildformat, ob digital, Super 8 oder 16mm Film, beschwört die Vorstellungswelt seiner Epoche herauf und weckt die Fantasie.
Jahre vor dem berühmten Hoax-Video der Roswell-Autopsie und seiner sensationellen Verwendung im Fernsehen, lange vor Blair Witch Project und dem Aufkommen des Found Footage, kündigte verbotene Aufnahmen die Bilder an, die uns heute überfluten. Der Film erschien lange vor dem Internet, doch er war ein präziser Vorbote unserer Zeit. Kennt das noch einer im Chat? Haut mal eins rein, wenn ihr das damals gesehen habt in eurer Jugend und auch so einfach euch in die Hose gemacht habt vor Angst, weil ich erinnere mich da sehr, sehr. Das Roswell-Autopsie-Video? Ja, da erinnere ich mich sehr aktiv dran. Aber das war lange vor Internetzeiten und das war. Das waren so die Viral-Sachen, die es damals dann halt wirklich einfach so gab, ne? Ja. Da ganz viele, ne? Witzig. Boah, schick mir das mal, Alter. Mhm. Über Infrarot, Alter. Ey, was? Das ey, war ja auch erst Wir haben nur eine halbe Stunde, Bruder. Schaff ich nicht. In der Fakes zum integralen Bestandteil der medialen Kommunikation geworden sind. Mit diesem Reinfall wurde mir klar, dass mich mein Glaube, immer selbstständig urteilen zu können, zu einem Gefangenen gemacht hatte. Ich suchte anschließend nach Gegenpositionen, Menschen, die Verschwörungen überprüften. Sobald mir verdächtiges Bildmaterial... An der Stelle übrigens kleiner Shoutout zum Korrektiv. Freunde, wenn ihr mal solche Sachen überprüfen wollt, dann schaut definitiv mal bei Korrektiv vorbei. Die machen das fantastisch. Ja. Und da könnt ihr oder Sachen checken. Oder beim goldenen Aluhut. Auch sehr lustig, das stimmt. Auch sehr fantastisch. Ja. Kann man ein immer. Toller Preis. Ja, absolut. Aber wenn es gerade irgendwie ein aktuelles Thema gibt oder so und ihr wisst jetzt nicht so richtig, ihr habt irgendwas gehört und bin mir unsicher, was denn da los und so, schaut bei dem mal vorbei, die belegen das ganz fantastisch. Das ist wirklich ganz toll. Und lass uns ein für alle Mal hier den Namen finden, weil ich weiß, der Chat weiß das. Es gibt so ein ganzes Kollektiv von so Leuten, die so Verschwörungstheorien debunken. Die haben so einen sehr coolen Namen, aber ich vergesse immer wieder, wie die heißen. Die haben auch so mehrmals im Jahr wirklich Treffen. Ja, genau, die GWUP. Wie heißen die nochmal? Gesellschaft zur... Kenne ich gar nicht. Doch. Also Mimikama kenne ich auch noch, aber... Ja, GWUP? Genau, die Skeptiker. Wie heißen die Skeptiker denn nochmal? Die haben irgendwie Gesellschaft zur irgendwas. Da ist die Webseite hier, kannst du mal aufklicken. Erstmal treffen hier. Huch, ja. Guck mal hier, ich habe mal raufgeklickt hier. Ist jetzt natürlich das Fenster ein bisschen angeschnitten. Aber hier steht es: Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V. Genau, die sind richtig geil. Okay, nice. Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V. Weil die nehmen auch richtig krass diese ganzen Esoteriker und diesen ganzen neue deutsche Heilkunde-Shit und so. Also die nehmen genau das alles auseinander. Das ist richtig genial. Die sind echt cool. Geil. Also gwup.org oder so, geht da gerne mal drauf. Ja. gwup.org. Ließ sich es nun selbst durch ein Dutzend Filter laufen und prüfte die Quelle, um die Tricks der Manipulation zu verstehen. Da übrigens, ich weiß nicht, ob ich es namentlich nennen darf, deswegen mache ich es an der Stelle nicht, weil es kann sein, dass das auf dem Index steht. Es gab damals in den 90ern eine Filmreihe, die auch überall zwischen Schülern geteilt wurde, mit so Clips von Menschen, die halt in einer, sage ich mal, tödlichen Situation sind und verunglücken so. Weiß vielleicht noch der ein oder andere, wie das heißt. Aber ich habe es tatsächlich schon im Chat gelesen. War damals eine total große Sache. Ein Kumpel von mir hatte da was und ich habe mir das angeguckt. War mega verstörend. Ich habe erst viele, viele Jahre später erfahren, dass ich glaube 90-95% der Szenen, die man da gesehen hat, alle gefaked waren. Das habe ich erst viel später erfahren. Aber auch das, krasse Nummer. Der Film ist aber grundsätzlich... Zunehmend faszinierte mich die künstlerische Dimension solcher Fakes. Ich wollte mir ihre Machart aneignen und sie als Kunstprojekt in der viralen Welt des Internets verbreiten. Ich drehte, ähnlich wie Philipps verbotene Aufnahmen, Mockumentaries mit Bildmaterial von der Armee oder aus wissenschaftlichen Archiven und unterlegte eine Kommentarstimme mit Fantasiegeschichten. Und das ist übrigens krass, das habe ich, sorry, dass ich so oft posiere gerade, aber das ist wirklich witzig. Es gibt eine ganz, ganz tolle Internetseite, nämlich archive.org oder so heißt das, glaube ich, gerade nicht ganz genau im Kopf, wo du wirklich alles bekommst an Aufnahmen von The Internet Archive. Ja, The Internet Archive. Die haben an Videos
alles, was ihr euch vorstellen könnt. Also klar, da gibt es die Wayback Machine, die kennen die meisten Leute, aber was Bild- und Videomaterial angeht, was man dort bekommt aus dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, als die erste Videokamera erfunden wurde, was weiß ich aus dem Kalten Krieg, egal was es war, was für ein Event, ihr findet da Nachrichtensendungen, Zeitungsausschnitte und so. Das Ding ist voll. Und ich kann mir vorstellen, das kann man gut nutzen, um hier sowas zu erstellen. Ich wollte die Zuschauer nicht auf bösartige Weise täuschen, sondern sie durch die Manipulation von Bildern und Sprache zum Träumen bringen. Etwas Unwahrscheinliches glaubhaft machen, um Gefühle zu wecken, liegt jeder fiktionalen Erzählung zugrunde. Ja, aber das ist wirklich eine Motivation zum Filmemachen, Erzählungen machen, ne? Über den Kosmos, ja, Abenteuer untergegangener Zivilisationen oder über Außerirdische. Mit der Poesie fantastischer Bilder wollte ich das Außergewöhnliche zeigen. Denn ich liebte die Ästhetik und die Dramaturgie, die in diesen fantastischen Narrativen steckte. Ich wollte verstehen, wie man mit vermeintlich absurden Konzepten... Also da musst du halt extrem doll aufpassen, dass du dich nicht plötzlich und aus Versehen zum Teil des Problems machst. Ja. Und die Abgrenzung, ich glaube, die Abgrenzung davon ist auch auf künstlerischer Ebene ultra schwer. Total, aber ich glaube, damals zu der Zeit, wo er damit angefangen hat, war das noch lange nicht so ein Thema. Heute viel schwieriger als damals, ja, definitiv. ...umgehen muss, um daraus mit Bildern und Worten etwas zu schaffen, das die Menschen anspricht. Die Ästhetik der Verschwörung ist eine Nebelwolke aus Fragmenten, die nebeneinander gestellt werden, bis man glaubt, ein Muster zu erkennen. Was für ein Bild, Alter. Der Außerirdische entführt den armen Jungen und der Junge so, gestern da. Die Mutter so, haha, lol. Digga, da war ein bisschen zu viel Gras in der Tüte. Der Junge aber auch so ein bisschen so, he ma sugar daddy na. Der Junge auch so, geil, Jackpot. Glaubt, ein Muster zu erkennen. Diese Wolke ist riesig. Hat man sich einmal in solch esoterischen Ansätzen verloren, meint man, die Welt auf eine neue Art zu sehen. Da stehen sie, die Georgia Guidestones. Die nur aus Lügen und Intrigen besteht. Als wäre das Hirn anders vernetzt. Wer zum Beispiel an die Gerüchte über Area 51 glaubt, stimmt de facto mehreren ihnen zugrunde liegenden Verschwörungstheorien zu. Es gibt andere Spezies im Universum. Einige von ihnen sind bereits unter uns. Und die Regierungen verheimlichen all das. Sobald wir den Blick auf ein bestimmtes Thema richten, sind es in Wirklichkeit 10 Themen, die wir in uns aufnehmen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich dieses Gift mit Lichtgeschwindigkeit verbreitet und es lange dauert, bis es den Körper wieder verlässt. Doch es gab mehr als die ganz wilden Verschwörungen. Mich faszinierten offizielle Dokumente, die mit schwarzen Streifen zensiert sind, Screenshots, die durch ständiges Komprimieren stark beschädigt wurden. Ich mag die unheimliche Melancholie, die von solchem Material ausgeht. Ich glaube, was es so spannend macht, ist dann der Umstand, klar, wenn du jetzt so ein Video hast und da passiert was Gruseliges, okay, das triggert dich. Aber zu wissen, okay, da ist irgendwo eine Institution, die das gesehen hat und versucht, das zu zensieren, macht das ja noch realer. Deswegen glaube ich, sind solche Geschichten halt noch viel begehrter. Ne? Irgendwelche geschwärzten Dokumente und... Nobody the fuck knows... wer das jetzt geschwärzt hat. Ja, eben, ne? Aber es wirkt so offiziell. Aber du weißt ja, wie man Sachen auch einfach durch das Weglassen von Informationen extremst in eine Richtung lenken kann. Da gibt es dieses eine Bild, dieses Kriegsbild, wo du siehst erst so einen rechten Ausschnitt und da ist der eine, der auf den anderen irgendwie losgeht und es sieht so aus, okay, der bringt den um. Und dann geht das Bild so links auf und dann siehst du so, nee, der beschützt ihn vor irgendwas. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ich komme gerade nicht mehr drauf, wie das heißt. Super. Klassisches Beispiel auch, du hast doch ganz oft diese Bademodenbilder, wo nur durch den Zensurbalken das plötzlich schlimm aussieht. Ja, richtig. Das ist auch eins meiner Lieblingsbeispiele dafür. Ja, absolut. Diese Videos von UFOs zum Beispiel, in denen das Bild immer verschwommen und weit entfernt ist. Die Macht der Geheimnisse, die das Bild suggeriert, wiegt fast physisch, als ob die Wahrheit von Natur aus versuchen würde, uns zu entgleiten. Oh ja, die schlechte Qualität stärkt die Glaubwürdigkeit. UFO-Aufnahmen, seit die Kameras alle so gut sind, auch gar kein Ding mehr, ne? Naja, es geht so. Es gab ja jetzt gerade erst dieses Jahr gab es ja wieder das Ding, wo die Aufnahmen... Ja, die Pentagon-Veröffentlichungen mit Aufnahmen, die 20 Jahre alt sind. Ja, die immer so... Aber ich meine, so dass jetzt mal einer auf dem Highway irgendwo steht und sagt, hier, ich habe das mal gefilmt, seit alle Handys Minimum Full HD machen, auch... Seltener geworden, auf jeden Fall. Spielt einfach keine Rolle mehr. Ich habe neulich eins gesehen, da hat einer was gefilmt und da war da so ein immer aufblitzendes Ding tatsächlich im Himmel gewesen, was sich komisch bewegt hat, aber auch da hat dann einer gesagt...
ne, hast du dann auch gesehen, ja, es ist ein Flugzeug, das halt jetzt gerade eine Kurve fliegt und deswegen genau im richtigen Winkel zur Sonne das Licht halt auf die Linse trifft und so. Mhm. Also es gibt immer irgendwie, stimmt, weil es gerade einer schreibt, Corridor Crew hat sehr spannende Videos, genau zum Beispiel auch über das, was dieses Jahr rauskam, gemacht und so, wo die es perfekt erklären, wie sowas zustande kommt. So fand ich sehr, sehr spannend. Jemand ist ein Risiko eingegangen, damit dieses Material zu uns gelangt. Die Fotos sind gestohlen oder heimlich mit dem Handy aufgenommen. Die Dokumente wurden vielleicht voller Angst gescannt. Edward Snowden, sag ich mal. Die Welt der Verschwörungstheorien war früher ein Hort paranoider Träumer. Heute ist sie viel düsterer und politischer. Es werden nur die giftigsten Theorien verbreitet, in der Hoffnung, dass User sich damit infizieren und ihr Denksystem infiltriert wird. Diejenigen, die das übersetzt haben und den deutschen Text geschrieben haben für die Doku hier oder für diesen Film von Arte, sind übrigens echt gut. Hm. Der ist echt toll gemacht. Also die sprachlichen Bilder, die hier verwendet werden und so. Muah. Wir müssen echt mehr Arte gucken. Hey, Arte ist einfach aber auch King, was sowas angeht. Ja. Arte-Dokus sind Knaller. Ja. Wirklichkeit mit den Mechanismen von Sekten ist nicht zufällig. Zuerst wird verführt, dann Zweifel gesät, um anschließend die Gehirnwäsche des Opfers zu betreiben. Also wundert es nicht, dass die Wurzeln der Verschwörungstheorien bis zur Entstehung der New Age-Bewegung zurückreichen. Diese wesentliche Denkrichtung entstand im Zuge der Hippie-Bewegung und wollte die Welt durch ein spirituelles Erwachen verändern. New Age ist eine Mischung aus verschiedenen Glaubensrichtungen und vertritt die Idee, dass der Mensch sich von den Fesseln der Gesellschaft befreien kann, um sein kosmisches Selbst zu erforschen. Die haben alle zu New viel Age hat eine getrunken, eigene Alter. Visuelle Sprache, ein Mix aus psychedelischer Kunst und kitschigem Surrealismus. Planeten, kosmische Menschenkörper und der Zugang zu einem sogenannten Quantenzustand des Geistes oder der Materie sind halt Symbole, LSD, die man später in der Verschwörungsästhetik wiederfindet. Beispielsweise im Glauben an außerirdisches Leben, an frühere Leben, an Geheimgesellschaften, Pseudowissenschaften, Okkultismus. Diese Themen führen direkt in den Verschwörungsnebel. Und zu jedem dieser Bereiche gibt es Dutzende Verschwörungen. Religionsmystiker begeistern. Also übrigens eine Sache, wo ich der Meinung bin, das verstehen Leute auch falsch. Und zwar sind Leute heute immer noch davon überzeugt, es bräuchte so Geheimbünde. Es bräuchte so, wann? Einer hat nur gerade geschrieben, kannst du es nicht erklären, hängst du einfach Quanten dran. Fand ich lustig. Ja, oder Skalar. Ja, Skalar. Skalar. Ja, aber ey, habe auch im Chat gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich voll bei dir. Ohne Axel ist das alles nicht mehr dasselbe. Das ist wahr. Ohne Axel Stoll fehlt da einfach so ein bisschen was. Ja. Aber pass auf. Eine Sache noch zu der Stelle hier gerade. Die Leute gehen immer davon aus, fälschlicherweise, sie müssten irgendwelche konspirativen Verschwörungstheorien über Geheimbünde irgendwie hinterherlaufen. So, sie müssten irgendwie glauben, dass sich mächtige Menschen in Machtpositionen, seien es Politiker oder Wirtschaftsbosse, irgendwo bei fucking Skull and Bones, was es ja tatsächlich auch gibt, oder in irgendwelchen Freimaurerlogen oder irgendwelchen Illuminati oder irgendwelchen Pizzakellern oder irgendwelchen sonst wo treffen und sich verschwören. Was totaler Quatsch ist, weil was die Leute nicht sehen, was das Problem heute ist, diese ganzen sogenannten Eliten müssen sich nicht verschwören und irgendwo heimlich treffen. Die gehen, schon ihre Kinder gehen auf dieselben Unis, die gehen in dieselben Tennisclubs, die gehen in dieselben Golfclubs, die gehen in dieselben Bäder, die gehen in dieselben Veranstaltungen, die gehen auf dieselben Benefizsachen, die gehen auf dieselben Geburtstage, die gehen auf dieselben politischen, mit politischer Agenda versehenen Veranstaltungen. Das muss man sich überlegen. Die hängen nur untereinander rum und reden. Und da muss dann irgendwo im Bundestag oder im Kongress oder sonst wo nicht eine Verschwörung stattgefunden haben. Die wissen, welche Interessen sie für sich zu wahren, zu verteidigen haben. Das ist das Problem. Niemand braucht heutzutage mehr eine Verschwörung. Diese Elite ist wie ein Ghetto. Die haben sich abgekapselt vom Rest der Gesellschaft. Und das ist so eine Sache, wo man jetzt natürlich sagen könnte, es ist eine Verschwörungstheorie. Aber nein, das ist tatsächlich einfach eine Parallelgesellschaft, die entstanden ist. Mit sehr viel Geld. Mit sehr viel Geld. Das ist das Ding. Ja. Ja, es war. Warum bist du jetzt so, Flo? Ich fand übrigens, ich muss ganz fantastisch loben, wie unser Chat reagiert hat, als du Axel Stoll erwähnt hast. Also ich habe sehr viel. Die Sonne ist kalt. Und sehr viel muss man wissen im Chat gelesen. Muss man wissen. Fand ich sehr lustig. Sowieso. Ist dann sich an Theorien, die besagen, dass die Zahl der Bestie 666
in den Strichcodes unserer Produkte versteckt ist. Jawohl. Andere suchen nach den verborgenen Symbolen in Luftaufnahmen von Freimaurerstädten oder finden in der Popkultur okkulte Zeichen, die Stars in ihren Musikvideos unterschwellig verbreiten. Wieder andere suchen in den Logos großer Konzerne nach Zeichen ihrer Treue zu Lucifer. Interessiert am Weltraum oder doch eher Geschichte? Ein Zugang zur geheimen Weltgeschichte öffnet sich, der enthüllt, dass die Pyramiden von antiken Astronauten gebaut wurden, Jesus in Südfrankreich starb und die Nazis auf den Mond flohen. Jawohl. Natürlich. Ey, aber auch an dieser ganzen oder der Hitler ist gar nicht tot Geschichte, auch da ist ja wieder bei dieser ganzen Verschwörungstheorie, die halt einfach immer größer geworden ist, gibt es ja auch wieder Parallelen, die ja nachweisbar sind. Es sind super viele Nazis nach Argentinien ausgewandert. Es gibt in Argentinien ganze Dörfer, die deutsch sind, die einfach einen Stammbaum haben, der zurückgeht auf was weiß ich alles. Und das existiert. Ja. Und dann irgendwie zu denken, ja, na, ist er vielleicht einfach mitgeflüchtet, da ist er dann einfach schnell diese Verbindung gemacht. Ah, oh Gott, jetzt wo ich die Rose sehe, mit dem toten Kopf drin, bin ich sofort wieder bei Fibonacci. Und das ist etwa, wo ich kaputt gehe. Der Wunsch an das Aare zu glauben, kann zu Pareidolie führen. Dabei sehen wir Formen in Gegenständen, die nicht natürlich erscheinen. Ein berühmter Fall ist das Gesicht vom Mars. Ja. Am 25. Juli 1976 macht der Orbiter Viking 1 eine Aufnahme des Marsreliefs Cydonia Mensae. Zur großen Verblüffung sieht der Berg darauf aus wie ein Gesicht. Fantastiker sind Feuer und Flamme und träumen von möglichem Leben auf dem roten Planeten. Jawohl. Die Verschwörungstheoretiker fühlen sich bestätigt. Jahre später zeigt ein erneuter Überflug den Berg in anderem Licht und lässt die Illusion verschwinden. Doch der Schaden war schon angerichtet. Die NASA muss uns etwas vorenthalten, dass wir belogen werden. Ja, na klar, und die neuen Aufnahmen sind ja gefälscht. Steht immer im Zentrum von Verschwörungserzählungen. Wie einfach man sowas behaupten kann, ne? Und das Verbinden unterschiedlicher Themen ist Teil der Falle. Die Theorien wollten mich glauben lassen, alles sei miteinander verbunden. Auch wenn ich mich in einem Netz bar jeder Logik verfangen habe. Die Ästhetik von Verschwörungen besteht also darin, Interessierte mit einem Nebel aus Zeichen und Symbolen zu umhüllen. In unseren westlichen Gesellschaften hat der Glaube an Gott der Wissenschaft in puncto große Fragen unserer Existenz weitgehend Platz gemacht. Doch obwohl die Wissenschaft fast zu einer neuen Religion geworden ist, konnte sie vieles weiterhin nicht beantworten. Wie wurde das Universum erschaffen? Was passiert nach dem Tod? Gibt es einen Sinn des Lebens? Ich muss jetzt aber zur Verteidigung der Wissenschaft sagen, dass sie das schon sehr viel besser erklärt als alle anderen religiösen Ansätze, die ich bisher gehört habe. Muss man einfach mal so ganz kurz sagen. Ich finde alles. Darauf mal ein Amen. Ja, wirklich. Ja, das Universum, ja, das hat Gott erschaffen hier. Die Erde hat Gott sieben erschaffen? Tage. Hat er sieben Tage gemacht. Ja, aber wie hat er das gemacht? Ja, frag, 7 Tage hat er die gemacht. Schnips. Diese Fragen gibt es schon lange. Und die Verschwörungen, die sie zu erklären versuchen, auch. Seit dem Aufkommen des Internets werden alternative Thesen nicht mehr nur in obskuren Foren diskutiert, sondern können in den Fernsehnachrichten auftauchen. Was man Schöpfern solcher Theorien zugestehen muss, ist ihre Fähigkeit, die dunklen Flecken unseres Wissens mit fantastischen Geschichten zu füllen. Das ist das, was ich glaube. Für mich ist der ganze Verschwörungskram ist für mich einfach nur wie ein neues Genre ist fast schon so ein eigenes Medium geworden, aber deswegen betitle ich es immer ganz gerne wirklich als Fanfiction. Es ist einfach viel größere Fanfiction. Wie ein eigenes Horrorgenre irgendwie, was entstanden ist, wo es genug Leute gibt, die sich dafür begeistern. Das fühlt sich wirklich für mich immer so an. Sobald ein Thema etwas Geheimnisvolles an sich hat, gibt es jemanden, der eine Theorie hat und andere, die sie glauben. Ein neuer Informationskrieg um die Wahrheit findet statt. Skeptiker und auf wissenschaftliche Methoden eingeschworene Debunker halten gegen Falschinformationen. Doch es braucht mehr Zeit, diese aufzudecken, als sie zu verbreiten. Es ist ein ungleicher Kampf in einer Zeit ständig aktiver Netzwerke. All dies klingt alarmierend und doch zu unwahrscheinlich. Die jüngste Rechtsprechung von QAnon sollte uns zur Vorsicht mahnen. Sehr eifrige Mitglieder dieser Bewegung glauben fest an eine weit hergeholte, völlig unheimliche Theorie, die besagt, dass die Eliten dieser Welt
pädosatanistische Rituale in der Tradition von Pizzagate durchführen. Pizzagate, oh, Alter, da sind wir wieder im Keller. Auf einmal. Ist wirklich wahr. Ey, Mann, es ist QAnon. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass alle Leute, die daran glauben, sich auf das Gesagte von einer einzigen anonymen Person verlassen. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie naja, viele Menschen weltweit daran glauben. Ja, mittlerweile hat sich's verselbstständigt, aber da kommt's ja her. Weil irgendein Typ eine geile Rätsel-Internetseite gemacht hat und einfach den Spaß seines Lebens hatte, weil ihm 4chan zu langweilig geworden ist und alle sind drauf angesprungen, ne? Aber Leute, begebt euch bitte nicht in das Pizzagate-Rabbit-Hole, das ist so dumm. Das ist wirklich wahr. Wenn unser Fenster zur Welt nur noch diese grauenhafte Sicht auf die Gesellschaft zeigt, können wir in eine alternative Realität abgleiten. Die Informationen, die wir erhalten, stehen im Zentrum eines unsichtbaren Krieges, der unsere Weltsicht bis hin zur Stimmabgabe beeinflusst. Fake News sind eine viel stärkere politische Waffe als die jahrtausendealten Verschwörungen der Templer. Und schließlich gibt es inmitten all dessen noch den Hoax, eine einfache Lüge aus Spaß daran, Ideen und Überzeugungen zu infiltrieren. Wir kennen nicht die Beweggründe derjenigen, die sich solche Scherze erlauben, da sie unerkannt bleiben. Die Fotografin Alison Jackson hingegen hat diese künstlerische Grenze bewusst und auf geniale und polemische Weise überschritten. Für eine Reihe scheinbar gestohlener Fotos engagierte die Künstlerin Doppelgänger von Stars wie Kim Kardashian und Kanye West und auch von Präsidenten. Ach krass. Jackson war für die manipulierten Aufnahmen von Bill Clinton verantwortlich, der sich massieren lässt, während er seiner Frau im Fernsehen zuschaut. Oder von Trump, wie er sich mit Selbstbräuner besprühen lässt oder sich mit dem Ku Klux Klan zeigt. Stark, Alter. Die Deepfake-Technologie ermöglicht es, ein Gesicht durch das einer Persönlichkeit zu ersetzen. Daher ist es wichtiger denn je, dass wir lernen, Bilder zu analysieren, Quellen zu prüfen und zwischen falsch und richtig zu unterscheiden. Manche glauben, dass die Wahrheit woanders liegt. Auch ich gehörte dazu, fasziniert vom Fuß einer Statue in einer Fernsehserie. Das Internet hat mich zwar in einer fremden Welt gefangen gehalten, doch es hat mir auch geholfen, mich aus dieser Situation zu befreien. Es hat mich von der Bedeutung zuverlässiger Quellen überzeugt und mir Mittel zur Verfügung gestellt, um kritisch zu hinterfragen. In einer Zeit, in der Religion und der Staat den Menschen, die unter den Ungleichheiten der Welt leiden, nur schwerlich Trost spenden können, sind wir bereit, uns allem zuzuwenden, was uns Hoffnung gibt. An Geister, Außerirdische oder eine Weltverschwörung zu glauben, scheint leichter, als die Ungerechtigkeit unserer Zeit zu erdulden. Einen Verschwörungstheoretiker überzeugen zu wollen, dass er falsch liegt, wird ihn noch tiefer in seinen Wahn treiben. Wir müssten die Welt neu verzaubern, der Politik wieder einen Sinn verleihen und dafür sorgen, dass wir nicht bereit sind, alles und jedem zu glauben, um unserer Realität zu entfliehen. Stark! Also, muss man immer mal wieder sagen, Arte, in der gesamten Ästhetik. Ja, wahnsinnig stark. Gut, Alter. Wirklich, wirklich. Richtig, richtig geil. Toller Sprecher auch. Text, fantastisch. Also Redaktion, richtig stark hier. Stark, stark, stark. Very nice. Vielen lieben Dank, Arte. Da, oh lol, what? Da geht's noch weiter. Das Ding hat eine Post-Credit-Scene und ich hab sie gespoilert. Ach ja, der Typ vom Anfang. Votre espèce est en danger. Je ne suis pas le seul caché parmi vous. Pour ma femme. Mais votre monde doit savoir. Er ist von der Kartoffelrasse. Aber ich doch wird gehen. Ihr habt schon immer gewusst. Ihr habt schon immer gewusst, die außerirdischen Echsenwesen sind Franzosen. Ja, was ist, wenn ihr eine. Ihr habt schon immer gewusst, Olli. Was ist, wenn er eine Maske über der Maske getragen hat? Tschüss, wie Groot stand da. Stark. Mega gut.
Applaus, Applaus an Arte. Also ja, man merkt immer dann, sind, dass Dokus gut sind, wenn wir viel pausieren und viel anfangen zu schwafeln und zu reden. An der Stelle sehr viel passiert. Also wir haben hier tatsächlich eine Stunde, also die Zeit verdreifacht. Guter Indikator war dafür. War jetzt nicht schwer bei der, muss man wirklich sagen, die war sehr fantastisch. Aber wir haben einige fantastische Dokus im Angebot, also von daher viel Spaß mit der nächsten, Freunde. So ist es. Guckt euch doch mal gerne, unsere Ägypto-Lügen-Doku ist leider nicht auf YouTube, ne? Nee, Alter, die war so brutal weggeclaimt worden. Ja, schade, schade. Aber wir haben noch andere tolle Verschwörungsmythen und etc. auf dem Kanal, wo ihr euch Videos geben könnt. Wenn ihr im Thema bleiben wollt, also bis gleich.